Moin moin Leute, mein Name ist ReFazer und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Waffenguide Review, ach wie ihr es auch immer nennen wollt, in Warface. Und zwar habe ich mal wieder eine neue Waffe ausgekramt und zwar diesmal für den Assault die Z84K. Wie ihr wisst, ist es so, dass es bei Warface eben nicht die Originalwaffennamen sind, leider. Das heißt, meistens sind das irgendwelche Waffen, die man aus anderen Games zwar kennt, aber der Name, der passt nicht so ganz. Ich bin hier unterwegs im Team Deathmatch in einer der Karten, die mit dem letzten Patch rauskamen, nämlich Oil Depot. Und ja, zuerst ein bisschen was zu der Z84K. Ich lasse mal dieses Zeigen am Anfang, wie ich es bei anderen Videos gemacht habe, jetzt einfach weg, weil zum einen kann man nachträglich leider nicht schauen, wie teuer die Waffe war. Und ich habe die ja schon gekauft und habe vergessen, mir das aufzuschreiben bei den ganzen Waffen. Aber im Großen und Ganzen könnt ihr euch die eigentlich relativ schnell erfarmen vom Geld her. Ihr könnt die alle für Ingame-Geld kaufen. Das Problem ist es ja, sie freizuschalten. Das passiert ja ein bisschen randommäßig. Und ich bin jetzt fast mit den ganzen ersten Tierwaffen, möchte ich mal sagen. Also die erste Reihe von Waffen, die man freischalten kann für alle Klassen, bin ich fast durch. Das heißt, ich kann euch jetzt wieder ein paar neue Waffen zeigen. Also, Z84K. Bei der letzten Waffe, die ich mit dem Assault freigeschaltet habe, war sie ja die Z84MG. Das war ein Maschinengewehr. Und da war ich ein wenig enttäuscht. Bei der Z84K erwartet euch ein astreines Sturmgewehr, so wie ich es auch gerne im Assault sehe. Ein bisschen was zu den Daten dieser Waffe. Ein Schaden hat es von 63, es hat eine Reichweite von 12, was relativ groß ist. Die Reichweite von der normalen Waffe liegt immer so zwischen 9 und 11 und 12 ist schon ganz gut oben. Dann macht es Schuss pro Minute 650, also die RPMs. Was eine relativ gute, Frequenz für ein Sturmgewehr ist. Es hat eine Magazingröße von 30, wie ihr es im Gameplay schon sehen könnt. Eine Präzision von 30 im Aim-Modus und aus der Hüfte schießt ihr mit einer Präzision von 20. Tja, das ist so viel zu den Stats dieser Waffe. Und wie hat sie mir persönlich gefallen? Also ich muss sagen, das Gameplay lief relativ gut. Das geht ungefähr 10 Minuten. Ich denke mal, so lange kann ich auch ein bisschen schnacken dazu. Ich muss sagen, an dem Tag lief es sowieso grundsätzlich ganz gut. Ich habe ein paar Aufnahmen mehr gemacht für andere Waffenreviews und die passten alle ganz gut. Grundsätzlich, ich fand die Waffe sehr gut. Also es war ein Maschinengewehr, ein Sturmgewehr, wie ich es mir vorstelle. Und das Einzige, was ich hatte, ist das Gefühl, 63 Schaden ist eigentlich relativ hoch. Also es gibt andere Waffen, die weniger Schaden haben. Aber mir kam es so vor, als würde ich doch zum Teil ein paar Schüsse mehr brauchen, um den Gegner zu treffen. Vielleicht ist es einfach nur, weil die Schusshäufigkeit relativ hoch ist. Aber trotzdem kam es mir so vor, als würde ich doch ein bisschen besser, nicht zielen, aber ein bisschen öfters drauf knallen müssen. Und besonders auf Ferne, obwohl es eine Reichweite von 12 hat, ist es so, dass ich doch das Gefühl hatte, dass die Reichweite zwar da war, aber wenn der Schuss aus der Ferne ankam, dass ich doch relativ wenig Schaden gemacht habe. Das habt ihr so schon ein paar Mal jetzt im Hintergrund gesehen, dass ich dann auch ein bisschen auf Abstand war. Mit der Zeit habe ich dann versucht, ein bisschen näher an dem Gegner ranzukommen. Ihr habt gerade im Hintergrund gesehen, ne, ich habe den eigentlich ganz gut gehittet. Durch den Hitmarker konnte man das sehen, er konnte trotzdem noch weggehen. Und jetzt laufe ich hier noch, ja, doch nicht. Ich wäre fast in die Mine reingelaufen und werde von hinten abgeknallt, aber kann mich gerade noch so retten. Nachladezeit extrem gering. Also da noch einen kleinen Tipp. Es gibt ja auch bei Warface diese ganzen Outfit-Sachen, die ihr euch kaufen könnt. Da müsst ihr euch die Beschreibung mal durchlesen. Denn am Anfang dachte ich ja immer, ja, so Outfit, ja, toll, ich sehe ein bisschen anders aus. Aber nein, die verbessern zum Teil auch eure Stati. Im Hinsicht zum Beispiel, ich habe jetzt mir die Handschuhe gekauft, die Gloves. Damit kann ich schneller nachladen und auch schneller die Waffen wechseln. Das ist relativ cool und gibt auch einen kleinen Vorteil, das ist auch wirklich so. Aber das könnt ihr alles durch Ingame-Geld kaufen, heißt, ihr müsst da keinen Euro oder so was investieren. Und das merkt man auch. Und vielleicht war es aber auch deswegen, dass ich so gut, dass mir die Nachladeanimation so gut gefallen hat, beziehungsweise ich sie so schnell fand, dass ich diese Gloves dann zum ersten Mal anhatte. Aber, also Nachladen mit der Z84K ging relativ fix, was aber auch nötig war, da dieses Magazin mit diesen 650 Schuss pro Minute doch relativ schnell leer geballert ist. Ihr seht hier, ich renne durch die Gegend, hol mir den einen oder anderen Kill, laufe hier noch voll in eine Meute, die mich nicht mitbekommen hat, rein. Versuche noch eine Granate reinzuwerfen, aber da war es leider schon zu spät. Und hier versuche ich noch meinen eigenen abzuballern, aber zum Glück war Friendly Fire hier aus. Das ist auch nicht immer der Fall. Und auch hier hätte ich eigentlich mir 2 Kills holen können, wenn ich beim ersten ein bisschen besser gezielt hätte und nicht mein ganzes Magazin da an den Sniper verschossen hätte.
im Großen und Ganzen habe ich, wie ihr gerade gesehen habt, habe ich nochmal reingeschaut. Ich habe noch keine Attachments freigespielt. Bedeutet, ich kann ja mal wählen, oder beziehungsweise wir können als Spieler immer wählen, ob wir bei dem Vendor entweder auf Outfits, auf Waffen hinspielen oder auch auf Attachments. Und ich habe mich ja schon in einem anderen Video mal gesagt, ich persönlich will mich erstmal auf die Waffen konzentrieren, zumindest die Tier 1 Waffen alle freischalten. Und dabei habe ich es doch nicht geschafft. Und später dann die Attachments. Das heißt, wenn ich jetzt alle Tier 1 Waffen freigeschaltet habe, ich muss überlegen, aber ich glaube, mir fehlen noch ein Sniper-Gewehr und zwei der Shotguns für den Medic. Ja, wenn ich die erstmal habe, dann werde ich mich daran machen, auch wirklich Attachments freizuschalten, um zu sehen, auch wie die Waffen sich dann letztendlich mit diesen Attachments verändern, denn ich habe dann ja relativ viele Waffen zur Auswahl und denke, dass mit den Attachments nochmal so einen kleinen Kick, noch eine kleine Verbesserung an dem Spiel bringen kann. Und hier dachte ich, ich hätte ihn abgeknallt, weil der so komisch aussah, hatte ich aber nicht und letztendlich konnte er mich dann doch noch töten. Wie ich schon gesagt habe, die Runde lief relativ gut. Ich finde diese neue Map, diesen Heuldepot, finde ich auch sehr cool. Erinnert mich an Hangar, also alles ein bisschen verwinkelter. Die Action wird auf einen ganz bestimmten Punkt der Karte sich konzentriert. Und solche Karten liegen mir persönlich immer am besten, wo ich nicht viel, rumcampen, also wo ich nicht viel rumwarten muss oder wo andere sich nicht in den Ecken verstecken. Also eine andere Downtown, die auch die eine neue Karte, die ich hoffentlich irgendwann demnächst mal zeigen werde. Die ist zum Beispiel ganz anders, da gibt es so viele Ecken und Kanten, wo man sich besonders Snipern und ähnliche Leute verstecken können. Das ist schon nicht schlecht. Ich denke mal, die Karte werde ich wahrscheinlich für ein Sniper-Waffen-Review nehmen, denn wie ihr wisst, auch von Skill 2 und von anderen Games, Snipern liegt mir eigentlich nicht. Wobei in Warface das Ganze wirklich sich im Rahmen hält, da macht es mir sogar Spaß, ein bisschen mit dem Sniper unterwegs zu sein. Und hier könnt ihr auch auf mehreren Ebenen euch verstecken. Wie ihr gerade gesehen habt, waren zwei Gegner weiter oben, da müsst ihr auch ein bisschen drauf achten. Ich finde, die Minimap ist bei Warface wirklich so ein absolutes Ding, was man braucht. Also da sollte man schon gut drauf achten, dass man auf die Minimap achtet, weil sonst taucht wie eben gerade ein Medic hinter euch auf und ballert euch mit der Shotgun ins Gesicht. Und das ist nicht schön. Tja Leute, das soll es auch schon fast gewesen sein zu diesem Video. Z84K, so Gesamteindruck, sehr gut. Ich habe ja schon einige Waffen freigespielt. Mir geht es ja auch bei diesen ganzen Sachen, die ich euch hier zeige, ein bisschen darum zu sagen, okay, es dauert ja recht lange, bis man die Waffen freischaltet. Meistens ist es ja so, dass man auch nicht direkten Einfluss darauf hat, welche Waffe man als nächstes freischaltet. Und die Waffen an sich kosten zwar nicht viel Ingame-Geld, aber was relativ viel Geld dann letztendlich doch kostet, ist halt die Reparatur der Waffen. Das kostet teilweise fast so viel wie die Waffe selbst. Aus dem Grund möchte ich euch ja mit diesen Waffen-Reviews oder mit diesen kleinen Waffen-Eindrücken zeigen, auf welchen Waffen lohnt es sich vielleicht doch hinzuarbeiten, beziehungsweise welche Waffen lohnt es sich zu kaufen, da ihr doch eine relativ große Auswahl bei Warface mit der Zeit bekommt. Und mir persönlich gefällt die Z84K besser als das Standardgewehr des Assaultmans oder des Riflemans Assaultmans. Naja, ihr wisst, wen ich meine. Und daher würde ich euch diese Waffe auf jeden Fall empfehlen. Mir persönlich hat das wirklich sehr gut gefallen. Ich fand, die liegt besser in der Hand. Die hat ein bisschen mehr Damage gemacht. Ich konnte damit besser performen als mit der Standardwaffe, welche ungefähr eine MP4 A1 sein sollte. Und bin sehr gespannt, was ihr zu der Waffe sagt. Mich würde es auch freuen, wenn ihr sagt, okay, welche Waffe habt ihr euch schon gekauft? Findet ihr, lohnt sich die oder vielleicht eher nicht? Und sowieso, was ihr von diesen Videos und von Warface grundsätzlich haltet. Es läuft besser, es sieht besser aus. Ich persönlich spiele es unglaublich gerne und hoffe auch, dass ich viele von euch vielleicht dazu bekomme, das doch mal wieder anzutesten, damit wir auch dort mal zusammen ein paar Runden drehen können. So, dieses Spiel geht nicht mehr lange. Ich glaube, 7 Kills brauchen wir noch. Dann haben wir das ganze Ding hier für uns gewonnen. Oder, jetzt muss ich überlegen. Nee, wir sind blau. Ich glaube, wir verlieren die Runde sogar noch. Bin mir gerade gar nicht so sicher. Aber wir warten jetzt noch 4 Kills ab. Ich gehe mit einer sehr guten KD raus. Für meine Verhältnisse extrem gut gelaufen, die Runde. Und ich freue mich auf eure Kommentare, auf eure Meinungen. Und natürlich hoffe ich, wir sehen uns dann in meinem nächsten Video. Und bis dahin sage ich ciao. Ich bin dann mal raus.